dürfen von Deutschland hergestellte Kampfflugzeuge an Saudi-Arabien exportiert werden. Trotz der Zerstörung der Demokratiebewegung von Bahrain durch Saudi-Arabiens Militär? Darf ein deutsch-europäischer Rüstungskonzern einen 8000 Kilometer langen Grenzzaun um Saudi-Arabien bauen? Darf Saudi-Arabien 200 deutsche Panzer aus Deutschland kaufen? Darf Saudi-Arabien die Lizenz zum Nachbau des Sturmgewehrs G36 erhalten? Die Entscheidung des Bundessicherheitsrates. Unser aller Entscheidung. Ja. Meine Damen und Herren, ich nehme das alles sehr persönlich. Ich bin etwas altmodisch. Ich habe ein sehr empfindliches Gespür für die Unehre unserer Zeit. Ich empfinde die gegenwärtige Politik als eine moralische Kränkung. Sie verletzt mich. Die gewählten Politiker sind Verfassungsverräter. Verräter unserer politischen Ideen, Ziele und Ambitionen. Deutschland ist heute der drittgrößte Waffenhändler der Welt. Und keiner sagt oder tut etwas. Ich helfe.